Noah Gordons Bestsellerbuch Der Medikus schafft es 27 Jahre nach der Veröffentlichung auf die Kinoleinwand. Nach mehreren Anläufen haben es die deutschen Filmproduzenten Wolf Bauer und Nico Hofmann geschafft, die Lizenz für das mittelalterliche Abenteuer-Epos zu erhalten. Im Film macht sich der Waisenjunge Rob Jeremy Cole, der von Tom Paine gespielt wird, im 11. Jahrhundert auf den Weg von England ins persische Isfahan, um bei dem berühmten Arzt Ibn Sina Medizin zu studieren. Unterwegs trifft Gordon auf dutzende Gefahren und Herausforderungen. Am Ende kehrt er als anerkannter Medikus mit seiner Frau Mary nach England zurück. Das Buch erschien 1986 mit dem Originaltitel The Physician. Der Film besticht vorab mit einer hochkarätigen Besetzung. Schauspieler wie Tom Paine, Ben Kingsley, Stellan Skarsgård und der in München geborene Schauspieler Elias Mbarek sind mit von der Partie. Buchautor Noah Gordon ist von der Qualität des Films absolut überzeugt. Ich bin beeindruckt von der Besetzung, vom großen Talent der Schauspieler. Aber auch der Regisseur Philipp Stölzel hat einen wunderbaren Job gemacht. Nachwuchsschauspieler Tom Paine konnte während der Dreharbeiten nicht nur mit seinem Talent überzeugen, sondern auch mit seinen Deutschkenntnissen. Ich habe keinen Bock. Ich will nicht. Bitte. Wer am 25. Dezember noch nichts vorhat, der könnte über einen Besuch im Kino nachdenken. Noah Gordons Bestseller Der Medikus flimmert nämlich ab dem ersten Weihnachtstag über die deutschen Leinwände. Ibn Sina.